So Leute, Luis und meine Wenigkeit warten jetzt gerade, dass die Reifen gewechselt werden. Und Luis kennt sich hier aus und jetzt sind wir hier mal ein Stück ins Feld reingelaufen und sind jetzt hier an so einem ehemaligen Kletterturm, der aber mittlerweile eigentlich komplett eingezäunt und abgesperrt ist. Ne, sieht man jetzt gar nicht. Aber die Tür war offen. Und zwar ist der abgesperrt, weil da extrem viele Betrunkene abgestürzt sind. Und wohl auch zu Tode gekommen. Wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar auf jeden Fall. Hier sieht es natürlich aus wie die Sau. In diesem Turm sieht man auch von uns zu Hause. Ist auch alles verdreckt. Ne? Hier werden auch die Jugendlichen manchmal. Ja, letztes Mal, wo wir vorbei mit der Schule vorbei sind, da saßen da auf dem Stehen. Saßen zu. Ja, ja. Ja, ist eigentlich schade, ne? So zum Klettern wäre sowas echt cool. Da hätten bestimmt viele Interesse. Aber ist ja gut. Auch, da ist ja auch noch 3-4 Dinger von den Klettern zum Klettern. Ja, ja. Die meisten sind rausgemacht, ja, ja. Ja, oder abgebrochen halt schon. Ja. Krasser Scheiß. Wir laufen mal außen rum, wenn's geht. Kannst du eine Runde quasi laufen? Ja, aber. Achso, ja klar, wir können ja auf dem Sand laufen. Ich trottel. Ja, hier sieht man das Tor. Das Tor ist nämlich hier von vorne, ist es definitiv zu. Es gibt nur diesen einen Weg. Leider zu nah an der Stadt. Sonst könnte man hier vielleicht sogar mal eine PU machen, weil wenn hier Leute abgestürzt sind, wäre das vielleicht sogar eine Idee, aber ja, man könnte hier nicht wirklich was werten. Es sieht aus wie die Sau, ist unglaublich. Ja. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man feiert oder wenn man sich hier trifft, aber muss das sein? Eigentlich nicht, ne? Ja, ja. Unglaublich. Hier war ja sogar mal ein Mülleimer. Ja. Naja, wo das noch intakt war, dass man klettern konnte, da ja, wurde da bestimmt auch öfter mal aufgeräumt. Das ist auch alles verdreckt, ey. Solche Schweine, ganz ehrlich mal. Ja, ja, wenn sich hier hinsetzen, Schutz suchen oder so. Ja. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, ihr Lieben. Bis bald!